So, da geht's weiter mit Warframe und dem politischen Stream, aber vorher schon, was ich vergessen habe, ich kann nochmal bei Blender schauen, wie weit das mit Rendern ist. 77% vom Deadlock-Protokoll von der Folge von morgen. Naja, ja, komm. Hier war's. Das will die Frau Halali einfach nicht verstehen. Die denkt, das sind Menschen, die zu blöd sind, zu kapieren, was ein Virus ist. Das ist ja das Problem. Leider habe ich in dem Video keinen gefunden, der ihr wirklich richtig knallhart die Fakten um die Ohren gehauen hat. Die Menschen, die sie interviewt hat, waren sehr aufgebrachte Bürger, die es nicht geschafft haben, in ihrer Emotion Fakten wirklich so rüberzubringen, dass sie verständlich waren oder halt nachvollziehbar waren. Ich will nicht sagen, dass das lauter dumme Menschen waren, aber keiner hat so wirklich überzeugen können. Und sie ist dann auch mit einem großen Kopfschütteln aus dieser Nummer rausgegangen, eben bestätigt in ihrem eigenen Weltbild, hier sind wirklich nur Idioten unterwegs, die die Wahrheit nicht kapieren wollen. Ja, das ist das. Genau danach haben sie gesucht und die Bilder haben sie zigfach bekommen. Ja, aber ich hoffe, sie hat fleißig mit ihrem Hund gekuschelt hinterher, weil offensichtlich wohlgefühlt hat sie sich nicht. Schön ist sowas gar nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Aber Frank, lass uns noch weiter gucken auf das, was da jetzt gekommen ist. Also wir sind jetzt gerade dann an der Siegessäule angekommen. Quatsch, an der Bühne sind wir angekommen. Und Genau, das und war. da haben wir, ja genau, bleib stehen, da steht er, Killis Moore. Da Den ist haben er. wir sofort getroffen hinter der Bühne und ich würde einfach mal sagen, Robert, oder? Wenn wir jetzt bei der Bühne angekommen sind, weil man muss sagen, für Killis war das ein harter Schlag, weil man hat ihn wirklich um den Auftritt seines Lebens Der gebracht. kam aus Wien angefahren, das ist ja jetzt nicht die nächste Ecke, ja, von Berlin aus, und hatte da ein Publikum von, die Zahl werden wir nachher noch erörtern, ja, ein riesiges Publikum. Ich bin mir sicher, er war noch nie auf so einer großen Bühne gestanden, also von der Anzahl her. Und dann haben die kurz vor seinem Auftritt die Veranstaltung geschnappt, also gekillt. Killed. Die Veranstaltung gekillt. Robert, komm, lass uns Kevin mit in die Sendung holen, Ich oder? rufe ihn per Skype an, mal gucken, ob er da ist. Jo, jo, und da ist unser Homie aus Wien. Hallo, Killis, grüß Was geht ab, nur wieso? Ich hoffe, euch geht's genauso gut wie mir, weil ich bin doch immer elektrisiert von gestern. dich. Ich sag's dir, wir waren bis nachts um 2:30 im Lagerfeuer und haben gesagt, was ist da eigentlich passiert? Ich weiß noch, wir beide saßen auf der Bühne zusammen mit Sebastian aus Ulm, der Psychologiestudent, weißt du, mit diesem tollen Video. Wir saßen da zu dritt und irgendwie so, hey, was geht hier? Was geht? Diese Stimmung, das war unbeschreiblich. Wie hast du den Tag noch verbracht hier? Es war wirklich unbeschreiblich und ich muss auch wirklich Danke an alle sagen, die dort waren. Danke an alle, die den Mut hatten, da hinzukommen, trotz all dem, was vorher gewesen ist. Das brauchen wir gar nicht alles ausbreiten, das weiß eh jeder. Aber dass sie dann trotzdem gekommen sind und dass wir da sowas hingelegt haben, wirklich Chapeau an alle Menschen, weil das war wirklich gigantisch. Und ich bin noch immer dabei, es zu verarbeiten. Ich bin ja quasi auch heute, war noch mal ein ganzer Demo-Tag. Ich bin gestern Abend, ich glaube, bis um 9, halb 10 bin ich auf der Demo, auf diesem quasi, wir haben ja die Demo zu einem Straßenfest umgewandelt im Endeffekt. Und bis um 2:30 war ich dort, dann war ich noch eingeladen bei Fair Talk und dann haben wir noch mal 1,5 Stunden über die Demo gesprochen. Dann musste ich heute Morgen um 8 Uhr raus, weil ich das nächste Interview über die Demo hatte. Und so ging quasi mein ganzer Tag weiter, bis ich jetzt hier bei Nuvisa sitze. Ach, wie geil. Also, dann gib uns doch, wir sind irgendwann, ich glaube, es war 7:30, 8 sind wir an der sind wir am Festival weggegangen, an der Bühne. Wie ist es weitergegangen? Wann war das da Schluss? Weißt du das genau? Ich weiß es gar nicht, wann überhaupt wirklich ganz Schluss war, weil man hat richtig gemerkt, wir haben ja, als die Polizei uns abgedreht hat, haben wir uns ja hingesetzt und haben dieses Zeichen gegeben, wir bleiben hier. Egal, ob ihr uns abdreht, ob ihr den Strom das Licht ausmacht, egal, ob ihr, die haben nicht mal das Wasser durchgelassen. Die Polizei hat das gesperrt, dass nicht mal mehr Wasser durch konnte zu den Demonstranten, was eben ein bisschen fahrlässig ist, aber das sei mal dahingestellt. Weil ich möchte mir auch die gute Laune gar nicht verderben lassen, weil man einfach gesehen hat, dass dann plötzlich ein Straßenfest ausgebrochen ist. Die Leute sind einfach da geblieben, die haben sich weder einschüchtern lassen, die haben sich nicht provozieren lassen. Es gab keine Eskalation. Wir haben uns einfach wirklich zu einem Straßenfest gewandelt. Ich bin dann auch durch die Menge gegangen und habe einfach gesehen, dort haben ein paar eine kleine Bluetooth-Box aufgebaut und haben irgendwie angefangen, Musik zu machen. Dort haben welche Gitarre gespielt. Es war einfach, als ob man die ganze Straße des 17. Juni zu einem gigantischen Straßenfest für die Freiheit gemacht hätte. Ja, Also und du, ich war ja. so positiv überrascht. Es Wo waren war. denn dann die 18 verletzten Polizisten mit 3 im Krankenhaus behandelt? Hast du das mitgekriegt?
Das hat mir heute, das habe ich heute auch irgendwo gehört, aber ich hatte noch ganz ehrlich keine Zeit, mir die Medien anzuschauen, die uns sowieso hassen, um dann zu gucken, was die, die uns eh nicht mögen, über uns sagen. Aber wir haben also alles die, angeguckt also, gestern. Also der Tenor ist folgendes. Also ich war heute noch so guter Dinge und ich habe so viele Interviews über das Ganze gegeben. Ich war heute auch noch kurz am Brandenburger Tor. Da war ja auch nochmal eine Demonstration. Da waren dann nochmal, keine Ahnung, ich war jetzt ziemlich ganz gegen Ende dort, weil ich davor mehrere Interviews hatte. Und dann habe ich dort auch noch eine A Cappella gespielt. Wir haben dort auch noch mal gefeiert. Also es war einfach, es war gigantisch. Und ganz ehrlich, ich hatte es vorher auch mit ein paar anderen drüber. Wir schauen die ganze Zeit drauf und probieren uns die Talking Points von denen geben zu lassen, die uns sowieso nicht mögen. Das heißt, wir wissen schon, die hassen uns, die wissen, die wollen uns schlecht machen. Und dann reden wir über das, was die wollen. Also ganz ehrlich, das wäre doch genauso bescheuert, wie wenn die aus dem Bilderberg-Treffen rauskommen und dann darüber reden, was gerade bei Nuviso kam. Also das ist doch total, ich verstehe auch gar nicht, wieso wir das überhaupt machen. Ich hatte so ein bombastisches Gefühl nach gestern. Und wenn man das gesehen hat, diese Menschenmasse, wie wir da aufgefahren sind, also meine Güte. Und jeder, der dabei war, wird wissen, dass wir kein Haufen von Spinnern und irgendwas Leugnern und irgendwas Radikale und was da sonst was war. Waren vielleicht ein paar Spinner da, klar, findet man mehr Spinner im CDU-Bierzelt, aber hundertprozentig. Also das ist einfach, irre. Und deswegen wollte ich mir auch diese, sorry, wenn ich schon wieder durchquatsche. Nein, es ist super. Kennt mich, weißt einfach du, einfach abtappen. Ich will da auch gar nicht reingehen. So hat es die Polizei ja auch gemacht. Ich will gar nicht reingehen in das, aber wir haben die Berichte angeschaut und der Tenor ist einfach 17.000 Covidioten und Rechtsextreme und 18 verletzte Polizisten. Weißt du, was hängen bleibt, ist einfach ein ganzer Haufe schräger Vögel, die auch gewalttätig waren. Und wir haben, es war nur friedlich. Es war einmal so ein Gerangel, wo so eine 30-Mann-Helmtruppe mit Polizei reinkam. Und da gab es ein bisschen Geraufe, und nicht Geraufe, so ein Geschiebe halt. Und dann hat der Ballweg von oben gesagt, hey, wir greifen niemand an, wir bleiben cool. Und alle blieben cool. Und so war es dann auch, ja. Ja, und ihr seid, wir hangeln uns ja ein bisschen chronologisch an dem Tag entlang. Wir sind jetzt quasi in unserem Rohmaterial, was wir gemeinsam mit unseren Zuschauern sichten. Wir sind gerade an der Bühne angekommen und sind auf dich gestoßen. Du standest im VIP-Bereich hinter der Bühne und hattest zu diesem Moment wahrscheinlich, ja, hast du eigentlich Lampenfieber vor einem Auftritt? Also bei in die Richtung zigtausende Menschen, in die andere Richtung zigtausende Menschen. Das ist ja jetzt auch nicht gerade eine gewohnte Bühne für dich, nehme ich an. Das stimmt. Also es wäre definitiv die größte Masse gewesen, vor der ich je gespielt hätte. Man muss ja leider sagen, hätte. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe vor jedem einzelnen Auftritt, ob das eine kleine Gruppe von Assange-Protestlern sind, die 50-50 sind, oder ob da so wie gestern Hunderttausende standen. Ich war einfach... Also ich habe immer einfach, aber ich glaube, das gehört dazu, ich bin dann in diesem Tunnel drin, kurz vorm Auftritt und mache mir nochmal klar. Ich habe extra was vorbereitet, ich habe extra was geschrieben für diese ganze Demonstration. Ich habe mir extra quasi einen frischen Song, einen frischen Text gemacht und ich war so bereit und ich war so voller Energie, weil als man das gesehen hat, ich meine, ich war leider nicht auf dem Umzug, wir mussten ja Soundcheck machen und so weiter und so fort und aufbauen. Und dann plötzlich fing es an und dann kamen Leute und dann kamen Leute und dann kamen Leute. Und irgendwann haben wir gedacht, was ist hier los? Also wir haben selber gar nicht, wir hatten ja nur so ein paar Berichte und Zahlen irgendwie aus der Stadt, aber keiner wusste wirklich wie, was, wo. Und dann hat mich der Nana auf die Bühne geholt und hat gesagt, Killer, schau dir das an. Und wir standen oben, wir sind zu zweit ausgerastet, was da gerade passiert. Wir mussten ja irgendwie überhaupt mal handeln, dass diese gigantische Strom an Menschen überhaupt irgendwie da Platz findet. Die waren ja bis in die Wälder rein auf der Seite, unter den ganzen Bäumen, hinten zur Siegessäule. Es war gigantisch. Also ich hätte es mir selbst nicht so vorstellen können. Ich hätte es mir nicht so... Leute, es sind Wälder, ne. Es ist was man... So, weil auf den Bildern zu Love Parade... So, bei größeren Veranstaltungen, wo ganz offen bekannt gegeben wurde, über 1 Million Teilnehmer. Da standen auf der Straße, da standen ja in Wäldern. Da sieht man aber halt nur die Straße voll. Genau wie bei den Bildern von gestern, wo man sieht, die Straße ist voll, aber in Wäldern sieht man nicht. Aber ich höre, dass nicht nur die Straße voll war, sondern einer der kompletten Wälder. Links um die Straße, das ist dann. Das ist dann klar, dass da bis zu 1,3 Millionen oder so gegen die Bundesregierung ist.
da träumen können. Das bringt also, wir uns haben uns zur Frage, Killis. Wir reden die ganze Zeit, wie viel waren es denn jetzt? Also die 17.000, die standen alleine um die Bühne rum. Umkreis von 50 Meter waren schon so viele Leute, habe ich das Gefühl. Ja. Also das Absurde ist ja, die Mainstream-Medien, ja, also es gibt ja teilweise so, die wollen uns ja fertig machen, das meine ich ja. Die geben uns Talking Points und wir sind so blöd, dass wir auch noch drüber reden. Das, ja. Aber das machen wir gerne, weil ich habe das dann schon den ganzen Tag gemacht. Und das Verrückte ist ja, die FAZ zum Beispiel schreibt, ja, es waren 20.000 Leute und im selben Absatz, also im einen Absatz drunter steht, dicht an dicht gedrängt zwischen Siegesteule und Brandenburger Tor. Du kannst mit 17.000 Leuten nicht dicht an dicht gedrängt zwischen der Siegesteule und dem Brandenburger Tor sein. Das ist einfach unmöglich. Dann die nächsten kamen, die Bilder, die ihr gepostet habt, das sind so gigantisch viele Menschen, ihr habt die geklaut. Die waren doch von der Love Parade oder die waren von einem Berlin-Marathon und sonst was. Und haben, also auf der einen Seite sagen sie, wir waren so wenige, auf der anderen Seite sagen sie, die Bilder, die eindeutig unsere Bilder sind, weil wir hatten eine Bühne, die an beiden Seiten offen waren und so weiter und so fort, die war ja selber dort. Und dann sagen sie gleichzeitig, es waren so viele Menschen, wir müssen die Bilder geklaut haben. Also es ist einfach, es ist so irre. Und deswegen die Diskussionen. Und ich kann es selber auch nicht einschätzen. Ich bin nicht durchgegangen, habe gezählt, aber ich glaube, ich habe allein mit 17.000 Leuten geredet und habe davon mit 12.000 ein Foto gemacht. Also bitte. Also ich sag mal, sechsstellig waren wir mindestens. Und ich mache das jetzt hier richtig konservativ, damit die allerwenigsten nur weinen. Und die weinen, dann sollen die weinen. Ja, ja. Also und, wir reden schon den ganzen Tag drüber, wie viel es waren, okay. Ja. Eins noch zur Zahl. Es gab ja diese, wir haben einen neuen Spruch, der ist angelehnt an den wir wegen Corona an uns ranschmeißen haben lassen müssen. Bald wird jeder jemanden kennen, der weiß, dass in Berlin über 100.000 Menschen gestanden sind. Weil das Geile ist ja, was die alle ja vergessen. Wir haben ja mittlerweile alle Kameras in den Taschen. Ich habe ja selbst Fotos gemacht und oben von der Bühne. Wie du siehst, diese Menschenmasse hat kein Ende. Ja. Also wenn man dann glaubt, es sind 17.000, vielleicht waren es auch nicht die 2-3 Millionen oder die sonst was. Es geistert ja so viel rum. Aber ganz ehrlich, 17.000, das ist der schlechteste Scherz überhaupt. Und deswegen, darüber brauchen wir nicht mehr lachen. Also ich habe mir die Frage natürlich auch gestellt und am gestrigen Tage ging es natürlich auf der einen Seite über die Smartphones, hat jeder irgendwie ab 12 oder bis 14 Uhr so die Infos bekommen, so am Anfang hieß es ja 11.000 und irgendwann war die höchste Zahl halt 17.000, ein paar Mädchen waren dann noch ganz knetisch und haben gesagt bis zu 20.000, ja, das waren so die offiziellen Zahlen. Da war jeder vor Ort, wie du es gerade gesagt hast, vor allen Dingen, wenn man einen Blick von der Bühne runter hatte, das kann nicht sein. So, nun sind wir nun natürlich alle nicht Experte genug, um da wirklich auch nur annähernd verlässliche Einschätzungen zu treffen. Und die Einschätzungen von gestern waren eben auf der einen Seite von eben, naja, maximal 20.000. Und auf der anderen Seite hieß es dann, ich weiß nicht, es hieß dann von seitens der Polizei, sollen es 800.000 gewesen sein. Und irgendjemand war wohl dann so euphorisch und hat sich dazu hinreißen lassen, von 1,3 Millionen zu reden. Und das hat sich dort natürlich wie ein Lauffeuer verbreitet. Und viele Leute, die wir interviewt haben, waren dann der Meinung, es waren eben 1,3 Millionen Menschen. Also meine persönliche Meinung, das ist nicht nur ein bisschen übertrieben gewesen. Ich habe mir auch die Luftbilder, die es gab, es ist ja ein Hubschrauber die ganze Zeit rumgeflogen, davon gibt es auch veröffentlichte Bilder. Und ich weiß auch, dass der zu einer Zeit rumgeflogen ist, wo schon viele Leute da waren. Also das war jetzt auch nicht früh. Und wenn man sich diese Bilder anguckt, dann sieht man, dass es eben nicht ganz bis zur Siegessäule ging, und eben auch gar nicht bis zum Brandenburger Tor, weil da war vorher irgendwie auch schon abgesperrt und zwischen der Absperrung und dem Brandenburger Tor, da war auch noch mal ein ganzes Stück. Also meine auch sehr konservative Einschätzung, aber damit wir noch beieinander sind, weil du sagst sechsstellig, lege ich mich auf 100.000 fest. Was also, im Übrigen ein enormer Erfolg gewesen wäre, wenn es denn 100.000 waren. Das stimmt absolut. Ich finde auch, es war ein Riesenerfolg. Und deswegen sage ich immer, es war mindestens sechsstellig. Weil was man nicht vergessen darf, ich habe auch die Luftaufnahmen gesehen, ich habe mich sogar mit jemandem hingesetzt, der das versucht hat durchzurechnen, der die Abstände, der das gemessen hat, wie groß ist die Straße, wie breit ist die Straße, wie, also auch bei Google Maps, wie viele Meter sind es zwischen dort und sonst was. Und der hat auch diese Luftaufnahmen, wie du sagst, es gibt ja verschiedene Luftaufnahmen, auch von verschiedenen Zeiten, muss man sagen, aber wir kennen die bestimmt eh alle. Und der hat ausgerechnet, allein die Leute, die man sieht, müssten mindestens zwischen 50 und 100.000 sein. Allein die man sieht. Nur von oben.
Nur von oben haben wir noch diese ganzen hellen Bäume, die da stehen. Das heißt, und unter den Bäumen, was ja noch Teil der Straße war, war alles voll. Und das wird alles zum Beispiel nicht mitgerechnet. Von der Bühne aus hast du gesehen, wenn du Richtung Brandenburger Tor schaust, war rechts ein breiter Waldweg. Da war alles voll nach hinten. Also es war einfach die Leute, auch die man vielleicht nicht gesehen hat. Plus dazu gab es ja teilweise, dass die Polizei die eben hinten abgesperrt hat, weil die sagen, es ist zu überfüllt. Eh klar, bei 17.000 Leuten, da ist einfach mal diese Straße überfüllt. Das aber hat da Leute aber noch mehr unter die Bäume getrieben. Genau, und hat sie auch durch den Tierpark getrieben, weil sie da gar nicht sonst anders vorbeigekommen sind. Und also, im Tierpark war es schön schattig, das muss man auch dazu sehen. Es war knallheiß, die Sonne hat brütet, es waren gut 30 Grad, ja. Die, also kann sogar sein, dass die Mehrheit unter den Bäumen stand, die man aus den Luftbildern dann eben niemanden davon sieht. Okay, jetzt passt auf, jetzt meine Einschätzung noch total. Ich war 97 auf der Love Parade und ich weiß, damals waren so 800.000, 1 Million, das waren nicht die am meisten befüllte, die war glaube ich 2001 mit 1,5 Millionen. Und damals war ich auch auf dieser Straße unterwegs und die Menschen, die gestern da waren, war meiner Einschätzung nach mindestens ein paar hunderttausend, wenn ich jetzt auch die Wege und die Bäume mitnehme. Jetzt habe ich aber heute eine Info bekommen von einem Geschäftsmann aus Berlin, der da wohnt. Der war unterwegs an diesem Tag und der wollte zur Bühne und ist an der Siegessäule in einem Menschenmeer gestanden. Alle vier Straßen zur Siegessäule waren dicht. Okay? Also, ich hoffe, das kann man auch so bestätigen, weil das habe ich über zwei Ecken erfahren, Witter. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber wenn das wirklich stimmt, dann waren das dem seiner Schätzung nach 800.000. Robert, überleg doch mal, kann das stimmen? Gemeinsame Gruppenfrage für alle hier, kann das stimmen? Also ich habe ein einziges Video oder Bild dazu gesehen, also kann es nicht stimmen. Du meinst, weil so viele Leute an der Siegessäule dann? Ja, wenn das in alle vier Straßen von der Siegessäule ausgehend voll gewesen sein sollen, ja, dann frage ich mich, warum ich bisher kein einziges Bild davon gesehen habe. Gutes Argument. Ja, sehr gutes Argument. Aber die Menschen waren, ich will das jetzt ja auch gar nicht überbewerten, wir sollten auch nicht zu sehr in dieser Zahl drinbleiben. Es war ein mega Erfolg und in jede Richtung sind die Zahlen ausgewandert. Weißt du, das waren, ich bin mir sicher, 150.000 bis 250.000 Menschen mindestens. Und das ist meine konservativste Schätzung. Und selbst 100.000 ist der Riesenerfolg. Punkt. Ja. Aber das Allerwichtigste ist, selbst wenn es nur 50.000 gewesen wären, das war die Stimmung, die da passt. Das, was passiert ist, als die Polizei diese Veranstaltung beendet hatte. Kevin, wir saßen da vorne dran, wir saßen auf der Bühne und haben gesagt, was ist das hier jetzt? Es war so ein bisschen wie, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber 1919 Philipp Scheidemann, weißt du so, hier, jetzt wird die Republik ausgerufen. Da war ein Knistern in der Luft, da war ein Gefühl, dass hier gerade etwas passiert. Hier hat sich Volkes Zorn entladen und artikuliert. Und das war allen klar. Jeder war dann plötzlich, auch die Kameraleute, alle so, wow, jetzt passiert was, ja. Das haben wir auch gesagt, dass es wirklich historisch war. Und vor allem, wir waren kurz vor einem wirklich historischen Moment, weil die Polizisten, die auch da standen und die uns ja auch die Bühne dann quasi in Anführungsstrichen gestürmt haben, weil sie ja dann die ganze Bühne besetzt haben, da hatten teilweise Polizisten Tränen in den Augen. Also es war einfach irre. Es gab Polizisten, mehrere Leute haben auch mit denen gesprochen, die haben gesagt, hey, wir versuchen uns ja einfach nur raus, wirklich, wir wollen nur, dass dieser Tag vorbeigeht oder sonst was. Man hat richtig gemerkt, die hatten so mit sich zu hadern und zu kämpfen. Und jetzt stellt euch vor, der wäre ein Polizist auf die Bühne gegangen, hätte seinen Helm abgezogen, ihn hingelegt, die Menge wäre ausgerastet, den Schlagstock weggelegt und irgendwie, keine Ahnung, das hätte wirklich historisch werden können. Also das wäre, wir haben so auch schon Geschichte geschrieben, weil ich glaube, keiner hat uns das zugetraut, keiner hat irgendwie auch geglaubt, dass es... Ich meine, nicht mal ich selbst, ich bin da hingefahren und ich hatte durch die ganze Negativberichterstattung und so viele Leute, die ihm gesagt haben, sie haben Angst und deswegen können sie nicht. Sie würden ja gern kommen, vielleicht mit Kindern, aber was ja alles im Vorfeld gesagt wurde und wie schlimm das ist und wie gewalttätig und wie aggressiv, was ja alles nicht mehr gestimmt hat. Und deswegen würde ich mich auch sagen, wir einigen uns auf eine niedrigere Zahl. Und ja, einigen wir uns jetzt einfach nur hier intern plus die paar zigtausend, die heute zuschauen. Grüße an euch da draußen. Wir einigen uns jetzt, dass es ein bisschen weniger waren, weil dann werden wir es toppen. Wenn wir uns jetzt einigen, es waren 3 Millionen, dann wird es schwer, das zu toppen. Wenn wir sagen, es waren 150.000 oder 200.000 oder keine Ahnung, was für eine Zahl sich jeder damit wohlfühlt, dann toppen wir das beim nächsten Mal. Weil so viele sind nicht gekommen, weil sie Angst hatten, weil sie Sorgen hatten. Und wenn man jetzt diese Bilder sieht, nicht diese gestellten Bilder aus der Zeitung, die nur irgendein Schmarren schreiben, sondern die echten Bilder, die auf Nuviso kommen, die bei mir kommen, die bei vielen anderen kommen. Wir hatten so viele Kameras dort, die wirklich zeigen, was da passiert. Und dann werden es nämlich nächstes Mal noch mehr werden. Weil selbst als die Polizei die Bühne in Beschlag genommen hat, waren wir friedlich. Wir haben geschrien, schließt euch an und wir bleiben hier. Und das haben wir gemacht.
muss man jetzt vielleicht erstmal an der Stelle noch sagen, was war denn eigentlich passiert? Ja, also du hast auf deinen großen Auftritt gewartet. Vor dir waren leider noch ein paar andere Referenten dran. Robert kann ja mal das Rohmaterial weiter durchscrollen. Und irgendwann hatte dann auch Clemens Kubi einen Gastauftritt. Und er ging dann auf die Bühne drauf. Vielleicht spulen wir einfach mal bis dahin vor, Robert, würde ich sagen. Das ist jetzt erst der Auftritt von Schwarz-Weiß. Und hier noch der Anwalt, der auch eine super Brandrede gehalten hat. Also der Mann, den müsst ihr euch merken. Ich habe leider seinen Namen noch nicht auf dem Schirm, aber das ist einer der drei Anwälte um das Team von Michael Ballweg rum. Der hat da seinen Herzenszorn rausgebrüllt, wirklich. Und hat auch die Polizisten angesprochen, sie sollen Recht machen, einen Gebrauch machen von ihrem Remonstrationsrecht, von ihrem quasi Recht, das Ganze. Befehlsverweigerung und so weiter, ja. Also, das ist, da können wir noch im Detail drauf gehen. Aber welches Bild suchst du? Was willst du sehen gerade, Frank? Ja, irgendwie war es ja dann so, stimmt, bei. Irgendwann hieß es dann halt, die Veranstaltung war im vollen Gange. Und irgendwann kam eben dieser Anwalt hoch und meinte, die Polizei hätte jetzt gerade angekündigt, dass die Veranstaltung zu Ende sei und die Versammlung aufzulösen sei. Das ist Clemens genau. Kubi. Jetzt habe ich ihn gefunden. Und als Reaktion darauf hat man dann einfach Clemens Kubi auf die Bühne gebeten, mit seinem Referat fortzufahren. Und ab da kannst du es ja mal laufen lassen. Das kommt beim nächsten Mal. Ich wende aus. Closer. I pity you. This false moment of triumph before, head high. You stride into the threatening jaws. Yes.